Okay, Notizen. Daten. Ja, Notizen. So. Ach ja, die Kleine also. Okay. Dann hören wir mal weiter zu. Da kommt sehr viel. Ich bin mir nicht sicher, ob diese Pausen wirklich gewollt sind, diese langen. Keine Ahnung. Und das war auf Englisch, glaube ich. Du Heilige. Also Kudos an die Sprecherin. Das war der. Wisst ihr, die ersten 50 Sekunden waren auf Deutsch und die letzten 10 auf Englisch. Hä, wieso? Aber gute Sprachkünste. Und die deutsche Stimme passt eigentlich auch relativ gut. Attention Lawbringers. Ach, wegen dem Extra. Of the Capital Wasteland, the regulators require your aid in bringing the scum and pestilence that inhabit our home to justice. Report to Sonora Cruz at the regulator headquarters for details. Ah, alle Notizen anzeigen und hier Notizen zu aktiven Aufgaben anzeigen. Ah, ich wusste nicht, dass man das umschalten kann. Hey, herzlich willkommen zu Fallout 3. Grandios. Okay. Dann gehen wir mal weiter, würde ich sagen. Ich möchte ja hier noch den Captain dieses Schiffes finden. Aha. Unbekannte Technologien werden hier gefunden. Nachladen. Okay, fangen wir erstmal mit dem hier an. Ja, doch, die Kopftreffer sind ganz gut mit der. Die sind aber verdammt schnell. Komm schon. Okay, den haben wir gleich. Das war cool. Und der andere ist doch hier entlang gelaufen, ja. Absolut richtig. Den hätten wir auch geschafft. Okay. Die Munition nehmen wir natürlich mit. Und ich frage mich, wenn wir dieses Raumschiff verlassen, woher sollen wir dann noch Munition bekommen für die ganzen Alien-Waffen? Das ist doch eine berechtigte Frage. Na schön. Solange ich meine Power-Rüstung habe, bin ich zufrieden. Das könnt ihr aber wissen. Ach so, Sally. Ich bleibe hier, bis alles sicher ist. In Ordnung? Das war gruselig, wie sie ihren Kopf bewegt hat. Okay. Bla 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 bla. Kleiner Alien-Kristall. Na schön. Einmal voll machen, bitte. Das ist zwar noch nicht ganz voll, aber gut. Und jetzt müssen wir in die andere Richtung, hier lang. Ich warte noch mal auf dieses Energiefeld hier. Genau. Hat das Gewirr? Ach, keine Ahnung. Ich gehe weiter, Leute. Sally. Ich hoffe mal, wir nähern uns hier dem Oberhaupt. Ich höre schon wieder ein Alien. Da ist Sally. Es ist schon etwas merkwürdig, wie sie hier steht, aber nun gut. Alien Warm Food. Also Food. Wie Essen. Nicht wie Fuß. Kristalle. Ein wahrscheinlich sehr bequemer Stuhl. Ach du Heilige. Mit den neuesten Technologien. Also Sally sollte hier schon aufpassen, ich glaube, das war kein feindlicher Alien. Okay.
Dann einmal bitte hier entlang. Ich bin aus den USA, wie man unschwer erkennen kann an meiner Powerrüstung. Na, grandios. Ja, da müssen wir aufpassen. Achtung, ich warte. Das ging dann doch schnell. Okay, hier ist nichts weiter. Oh, Moment, dann will ich aber noch mal kurz zurückgehen. Ah, Sally. Scusi, denn ich will hier noch mal den restlichen Gang absuchen. Nach möglichen Gegenständen. Und natürlich gibt es hier genau nichts. Oder? Nee. Tatsache, hier gibt es wirklich nichts. Also im Sinne von nichts Relevantem, Brauchbaren. Okay, dann gehen wir wieder zurück. Sally weiß ja anscheinend, ich weiß nicht, wo diese andere Begleitung hin ist. Keine Ahnung. Ich glaube, ich habe sie wahrscheinlich aus Versehen umgebracht. Das würde mich nicht wundern. Ach du Heilige. Moment, bevor wir zu Sally gehen. Hier ein abgesperrter Gang. Kein Zugang hier drüben. Okay. Ach du Heilige. Das Weltall. Mit einer Sonne. In die wir vielleicht nicht starren sollten. Turpentine. Aha. Und was können wir damit machen? Ist hier gelagert. Ja, Tatsache. Na schön. Kleine Alien-Kristall. Sollten wir die mitnehmen? Wenn die hier schon inflationär rumliegen. Okay. Schön. Ich werde dir zeigen, was ich gefunden habe. Falls du hier rauskommen willst, wird dir das wahrscheinlich nützen. Komm mit. Dann sehen wir mal. Doch etwas mysteriös hier. Und verheißungsvoll. Hier können wir lang gehen. Ach, das ist ja verrückt. Sie haben ihn ausgeschaltet. Als ich das letzte Mal hier war, habe ich dieses Gerät benutzt, um zur Spitze des Schiffs zu kommen. Das funktioniert wie ein Aufzug, ohne jemals wirklich nach oben oder nach unten zu fahren. Es kribbelt aber auch ein bisschen. Die müssen ganz schön wütend darüber sein, dass wir ihr Schiff erkunden. Ah, ich weiß was. Komm, ich kenne einen anderen Weg nach oben. Tja, wahrscheinlich ein Teleporter. Okay, Dekompressionskammer. Luftschleusentür verriegelt. Dann müssen wir einmal hier entlang. Oder wieder nach unten. Ich sehe mich erstmal hier um. War doch sehr interessant hier mit dem Raumschiff. Mothership Zeta. Oder ist Zeta und Theta das gleiche, keine Ahnung. Das hier scheint vielleicht das ganze Teil hier mit Energie zu versorgen. Das hier funktioniert auch nicht mehr. Oder? Geht das? Der Teleporter ist ausgeschaltet. Verstehe. Aber hier gibt es Teleporter. Also noch futuristischer geht es wohl auch nicht. Sogar für Fallout. Triebwerkskammer erfordert Schlüssel. Und wo sich die Kleine hin verzogen hat, weiß ich auch nicht. Anscheinend ja hier hinten. Okay, dann mal los. Das sind die Dinger. Hübsch, nicht wahr? Ja. Ich hatte nie den Mut, sie zu wecken. Aber ich glaube, dir bleibt nichts anderes übrig. Der Astronaut hat einen Anzug und er muss ihn benutzen. Warum brauchen wir einen Astronauten, der uns hilft? Na, weil er einen Weltraumanzug hat. Ohne den kann man nicht ins Weltall. Und wenn wir hier weg wollen, müssen wir ins All. Oh oh. Wenn sie diese Aufzugdinger abgeschaltet haben, ist das der einzige Weg nach draußen. Also brauchen wir einen Anzug, verstehst du? Ist doch logisch. Was sind das für Dinger? Ich habe die überall gesehen. Sie stecken Leute rein und lassen sie für lange, lange Zeit einschlafen. Aber pass auf, wenn du sie berührst. Sie sind eiskalt.
Kryonenkapseln oder irgendwas ähnliches? Wer sind diese Leute? Ich weiß nicht. Ich habe nie mit ihnen geredet. Manchmal komme ich nur her und gucke sie mir an. Sie haben nämlich so komische Kleider. Ach ja. Siehst du diesen Mann da? Der hat einen echt coolen Anzug. Wie eine Rüstung oder sowas. Oder den da? Der sieht aus wie ein echter Cowboy. Ich hatte Bücher mit Bildern von Cowboys. Einen richtigen habe ich aber noch nie gesehen. Na schön. Dann mal los. Das wird klasse! Oh, Erfahrungspunkte. Nicht von dieser Welt. Tja, und ich habe das Gefühl, die Leute werden hier entführt und ewig im Tiefschlaf gehalten. Obwohl mir der hier schon relativ bekannt vorkommt. Hier ein Ich Astronaut. hoffe, dieses kleine Mädchen weiß, wovon es Oh. redet. Sonst sitzen wir gewaltig in der Wo kommt die Hölle. denn her? Tu einfach nur, was das Mädchen sagt und hol sie aus diesen Dingern raus. Das ist wirklich total verrückt und interessant. Ach ja, das war wahrscheinlich dieser Gang hier, den wir nicht öffnen konnten. Glaube ich. Das ist wirklich verrückt, muss ich sagen. Kryogenik. Ah ja, Kryonenkapsel, war das richtig? Kryogenkapseln? Irgendwie sowas. Kryogenkapseln wahrscheinlich. Die man auch aus Dieses Funk und Schiff ist Fernsehen kennt. unendlich. Wie haben Sie es nur geschafft, so etwas Großes Na, zu das sind bauen? Außerirdische. Die können alles schaffen. Wahrscheinlich. Okay, ich sehe mich nochmal schnell hier um. Hangar. Aber sehr nett, dass wir hier im Weltall gelandet sind. Wer sich erinnert, in Fallout 2 gab es auch schon ein Raumschiff, das aber von den Menschen gebaut worden ist, von dieser komischen Sekte, die an Scientology angelehnt war mit Tom Cruise und Nicole Kidman. Das war herrlich, ja. Da habe ich sehr viel über Stanley Kubrick erzählt. Und mache ich jetzt schon wieder. Ich glaube, in jedem Fallout-Teil werbe ich für Stanley Kubrick. Immer wieder herrlich. Das ist echt der großartigste Regisseur aller Zeiten. Wie dem auch sei. Ja, was ist hier? Roboter-Montagebereich. Dann tauen wir mal die ganzen Leute auf. Muss ich? Ich muss hier lang. Gut, ich würde sagen, dann machen wir das mal. Das ist wirklich total verrückt, wie gesagt. Denn hier scheinen die Ja, Leute einfach aus glauben Sie ihrer das? Zeitepoche gerissen zu werden. Dann hören wir uns mal den Spaß an. Notizen. Hier haben wir natürlich viel verstanden. Und ich glaube, in den anderen Notizen hätte man die Aliens hören sollen, aber das scheint in der deutschen Version zu fehlen. Das scheint also ein echter Samurai zu sein. Und der Kollege hier? Hören wir mal. Operation Anchorage. Überhaupt nicht mitmachen. Ich hatte darauf gehofft, einen ruhigen Job in Washington zu bekommen. Versteht ihr? Was? Was wollt ihr denn? Ich verstehe das nicht. Was geschieht hier nur mit mir? Ach du Heilige. Okay. Nummer 5. Wo ist meine Aliens? Frau? Wo ist mein Sohn? Was habt ihr mit ihnen gemacht? Wenn ich wieder frei bin, werde ich alles daran setzen, jeden einzelnen von euch umzubringen. So wahr mir Gott helfe. Ja, mehr Alien-Geschwafel. Ah, was macht ihr denn? Was zum Teufel wollt ihr denn von uns? Lasst mich gehen!
Okay, also ein echter Cowboy anscheinend. Ach, hier stand aber eben sogar Colonel irgendetwas. Colonel Hartigan. Moment. Paulson. Und hier haben wir... Den hier kann ich anscheinend nicht direkt auswählen. Kann die da mal... Ja, kann die mal bitte da weggehen. Aber ich glaube, den hier kann ich nicht anwählen. Schade. Okay, Moment. Paulson ist bewusstlos. Wer hätte damit gerechnet? Colonel Hartigan ist bewusstlos. Aber wir brauchen doch den Raumanzug. Vor der Schlüssel. Okay. Das ist doch... Das ist unfassbar. Ich bin Colonel Hartigan von der US Air Force. Alien. Ich verstehe nicht. Ah, ich soll hier reinsprechen. Also wie ich eben sagte, ich bin Colonel Hartigan, United States Air Force. Wir führen gerade bemannte Raumflugtests. Tut mir leid, bitte um Verzeihung. Wir haben wirklich nicht erwartet, auf euch zu stoßen. Ich bin mir sicher, dass unsere beiden Spezies sehr viel voneinander lernen. Au! Was soll das? Was macht ihr da? So viel dazu. Okay. Mhm. Tja, Mensch, und nun? Aufgaben. Befreien Sie die Menschen, die sich in kryogenischer Suspension befinden. Und wie machen wir das? Ach, mit dem hier, ne? Dann mal los. Oh, oh. Heilige nochmal. Die sollten sehr verwirrt sein. Sprechen Sie mit Sally. Toshiro Kago. Elliot Turkorian. Was? Was ist hier los? Wer sind alle diese Leute? Es ist alles gut, wir tun dir nichts. Wir sind Freunde. Deine Uniform, sie kommt mir bekannt vor, aber ich weiß nicht genau woher. Ich glaube, er hatte Operation Encourage erwähnt. Was? Ich habe noch nie einen von euch gesehen. Die letzten Leute, die ich gesehen habe, waren... Oh Gott! Aliens! Ich wurde von Aliens entführt! Du! Du musst ein Versuch der Aliens sein, in meinen Verstand einzudringen! Das wird nicht funktionieren! Natürlich! Elliot Turkorian, Arzt der US Army, Kennziffer 3477809. Das ist alles, was ich sage. Ich schwöre dir, dass ich kein Alien bin. Ich wurde genauso entführt wie du. Du bist Arzt und kannst nicht sofort erkennen, dass ich kein Alien bin? Sehe ich etwa wie ein Alien aus? Ja. Ich weiß nicht. Vielleicht hast du menschliche Gestalt angenommen. Ich hörte, dass sie das können. Oder vielleicht stehst du unter ihrer Kontrolle. Wir haben keine Ahnung, wie mächtig sie sind. Würde ich mit den Aliens zusammenarbeiten, hätte ich dich doch nie freigelassen. Ich schwöre dir, ich will nur runter von diesem Schiff und nach Hause. Gut, dann versetze ich dich eben wieder in den Tiefschlaf. Auch wieder wahr. Hör zu. Ich will nichts weiter als nach Hause zum Rest meiner Truppe zurückzukehren. Moment mal. Meine Männer. Meine Einheit. Hast du sie gesehen? Das ist schon lange her, mein Freund. Ich habe leider niemanden gesehen, nur diese Leute hier. Nee. Ich würde sagen, sie wurden von den Aliens verputzt, wenn sie Glück hatten. Oh Gott. Ich bin für sie verantwortlich. Und jetzt sind sie verschollen. Vielleicht sogar tot. Wenn dir das, was du da sagst, wirklich ernst ist, dann musst du mir helfen, herauszufinden, was mit ihnen geschehen ist. Keine Sorge, wir sitzen alle im gleichen Boot. Also werde ich dir helfen. Beruhig dich einfach. Ich werde sehen, was ich tun kann. Und wenn du keine Ruhe gibst, stecke ich dich zurück in die Gefriertruhe. Naja. Danke. Ich bin dir ja so dankbar. Mir tut das alles leid. Ich kann einfach nicht glauben, was hier geschieht. Na, erzähl mir, wie du dich von Alien... Oh Gott. Glaubst du, du kannst uns im Notfall ärztlich versorgen? Das würde ich furchtbar gern. Aber leider habe ich meine medizinische Ausrüstung nicht mehr. Als ich hier auf dem Schiff aufwachte, war alles weg. Die Aliens hier auf dem Schiff streichen sich so eine dicke Flüssigkeit auf die Wunden. Irgendein biologisches Gel.
Besorg mir was davon. Vielleicht kann ich es verändern und ein adaptiertes Biogel herstellen, das wir für unsere Wunden verwenden können. Sehr interessant. Könntest du mir was von diesen adaptierten Biogelen machen? Wir haben ja so eine eigene Crew, sozusagen, die wir gerade aus dem Tiefschlaf befreit haben. Klar doch. Hier, bitte. Sollte recht gut funktionieren. Aber nimm dich vor den Nebenwirkungen in Acht. Hallo, Kindchen. Sind deine Eltern irgendwo an Bord dieses Schiffes? Nee, ich bin mit meiner Schwester allein hier. Ich weiß nicht, was mit meinen Eltern passiert ist. Ja, der Colonel. Hast du sie gesehen? Ich habe sie einmal gesehen, als ich aufwachte, hier auf dem Schiff. Und wo ist der Cowboy hin? Hey, mach dir keine Sorgen. Wenn sie hier oben ist, werden wir sie finden, okay? Danke, Tarkorian. Ich wusste, dass du mir helfen würdest. Was hast du auf dem Herzen? Adaptiertes Biogel machen? Ich brauche noch mehr von dem Alien-Biogel, ja, um zusätzliches Heilgel für uns zu machen. Okay, sehr interessant. Erzähl mir, wie dich die Aliens entführt haben. Naja, es wurde plötzlich dunkel. Wir hatten den ganzen Tag draußen in den Schützengräben versucht, möglichst viele der Männer durchzubringen. Die Chinesen hatten uns den ganzen Tag von den Bergen aus mit ihren riesigen Kanonen beschossen. Wir befanden uns in einer misslichen Lage. Wir hatten unsere Zelte aufgeschlagen und unsere Sachen verstaut und versuchten ein bisschen Schlaf zu finden. Plötzlich riss mich das Geschrei von Private Dawkins aus dem Schlaf. Er war in ein seltsames blaues Licht getaucht, das vom Himmel kam. Wir sind alle erstarrt, als er plötzlich verschwand. Wir wussten nicht, was geschehen war. Wir dachten, die Chinesen hätten eine neue Waffe erfunden. Kurz darauf waren wir alle in das gleiche blaue Licht getaucht. Den Rest kennst du ja. Verstehe. Was glaubst du, haben die Aliens mit uns vor? Was ist, wenn das nur auf einem riesigen Missverständnis beruht? Vielleicht wurden Funkwellen ins All gestrahlt, die ihren Planeten erreicht haben. Doch statt die Funkwellen als Nachrichten zu interpretieren, hielten sie sie für eine Kriegserklärung und sie beschlossen, zuerst zuzuschlagen. Ehrlich, diese ganze Sache könnte wirklich unsere eigene Schuld sein. Verstehst du, was ich meine? Ja, ich verstehe schon. Man weiß eben nie, was die Folgen sind des eigenen Handelns. Welches Risiko, welche Chancen bestehen. Was glaubst du, haben die Aliens mit uns vor? Ist das nicht offensichtlich? Wahrscheinlich benutzen sie uns als Versuchskaninchen, um unsere Anatomie zu untersuchen. Sobald sie herausgefunden haben, wie sie exakte Kopien von uns anfertigen können, werden sie diese Kopien an unserer Stelle zur Erde zurückschicken. Wenn sie genug von uns kopiert haben, werden sie uns angreifen und die Welt erobern. Man muss wirklich kein Hellseher sein, um das zu wissen. Ich glaube, er sollte einen Science-Fiction-Roman schreiben. Kannst du mir mehr darüber erzählen, wo du herkommst? Ich? Naja, ich war als Arzt des 108. Infanteriebataillons in Anchorage, Alaska stationiert. Ich war im Dienst mit 5 weiteren Ärzten. Wir hatten die Aufgabe, alle zusammenzuflicken, die von den Kommunisten angeschossen wurden. Es war eine sehr blutige Arbeit. Das hatte ich nicht erwartet, als ich meine Stelle im Krankenhaus aufgab und mich bei der Armee meldete. Ja, die Aliens? Vielleicht sind sie sogar für das Leben auf der Erde verantwortlich. Vielleicht haben sie vor langer Zeit diesen Planeten irgendwie befruchtet. Dann kamen sie immer wieder zurück, um zu sehen, wie sich das Leben hier entwickelt. Aber jetzt gefällt ihnen das Ergebnis plötzlich nicht mehr. Kannst du dir vorstellen, dass sie uns erschaffen haben und jetzt sauer auf uns sind? Wie Gott. Tja, ich würde sagen, ganz ruhig bleiben, Kollege. Ganz ruhig bleiben hier, Stephen King. Gut, sag Bescheid, wenn du mal ärztliche Hilfe brauchst. Ja, der sollte wirklich einen Roman schreiben. Guten Tag. Tja, damit hätten wir wohl den Raumanzug. So, kannst du mir sagen, was das alles zu bedeuten hat? Weißt du, was hier unten geschieht? Weiß nicht. Alles, was ich weiß, ist, dass jemand anfing, mit Bomben um sich zu werfen und dass danach alles vor die Hunde ging. Sie wissen also nicht, wer damit angefangen hat und wer gewonnen hat? Du verstehst das nicht, weil du noch nie unten warst. Es ist nichts mehr übrig, Dekoy. Scheißegal, wer damit angefangen hat. Es gibt also nichts mehr, für das es sich lohnen würde, zurückzukehren, oder? Meine Familie, meine Freunde, alles, was ich hatte. Alles weg. Tut mir leid. Du wirst eben genau wie wir anderen lernen müssen, damit klarzukommen. Tja. Dieses tragisch. Riesig. Wie haben sie es nur geschafft? Toshiro Kago. Ja, die Kommunikation könnte schwierig werden. Beruhig dich. Wir versuchen zu fliegen. Kannst du uns helfen? 何を言っておるのだ?
Ich brauche einen chinesischen Übersetzer. Ja. Tut mir leid, aber ich verstehe dich nicht. Grandios. Fühlt sich genauso an, als ob man einen Anime auf Japanisch ohne Untertitel ansehen würde. Ja, komm, komm. Ich hoffe, wir kommen bald hier raus. Ich weiß nicht, wie lange ich das noch ertragen kann. Soma, brauchen den Schlüssel. Ist es immer noch so wie früher? Du meinst, ob es noch genauso ist wie damals, als du da unten warst? Ja, ich meine, alles war kaputt und überall war Schmutz. Und ganz viele Leute waren verletzt und weinten die ganze Zeit. Das kommt ganz gut hin. In der Welt herrscht immer noch das absolute Chaos. Oh, wenn sie es doch nur wieder gut machen könnten. Es war schrecklich da unten. Es gibt niemanden mehr, der da was wieder gut machen könnte. Alles ist zerstört. Die Leute kämpfen nur ums Überleben. Und das wird wohl auch so bleiben. Warum bleiben wir da nicht einfach hier oben? Das damals hat mir überhaupt nicht gefallen. Hey, da unten sind wir wenigstens frei. Jedenfalls die meisten von uns. Verschwinden wir also so schnell wie möglich von hier. Na schön. Okay, folgendermaßen. Wir müssen mit Sally sprechen. Schon ganz vergessen. Entschuldigung. Ich habe den Dialogen hier gelauscht. Oh nein. Dieser arme Astronaut. Diese Gefriertruhen sind ja so gefährlich. Manchmal wachen die Leute überhaupt nicht mehr auf. Tja. Nimm lieber seinen Anzug. Denn wenn er nicht kann, musst du gehen. Aber zuerst musst du die Tür nach draußen erreichen. Sie werden auf dich warten. Aber du kannst aus einem Teil des Schiffs die Atmosphäre ablassen, damit sie dir nicht in die Quere kommen können. Sie haben diese Generatoren, mit denen Teile des Schiffs mit Energie und Luft versorgt werden. Du musst ein paar von denen ausschalten. Einer davon steht im Kryogeniklabor, einer im Hangar und einer dort, wo sie die Roboter herstellen, im Robotermontagebereich. Sobald alle kaputt sind, kannst du durch diese Tür nach draußen gelangen. Und sobald du in der Spitze des Schiffs angekommen bist, kannst du den Teleporter wieder einschalten, damit ich nachkommen kann. Ich glaube, ich sollte jetzt diese Türen für dich öffnen. Das macht Spaß. Sie weiß ja wirklich sehr viel. Was weißt du über diesen Toshiro Kago? Er stammt sicher aus der Vergangenheit der Erde. Das Schiff ist voller gefrorener Leute mit altmodischen Kleidern, die von den Aliens entführt wurden. Na schön. Das haben wir uns auch schon gedacht. Was sind denn das für Generatoren? Wie funktionieren sie? Warte nur, bis du sie siehst. Dann verstehst du mich. Da gibt es einen Knopf. Wenn du den drückst, dann macht's wusch. Und ein riesen Ding kommt aus dem Boden. Okay. Und dann musst du so andere Dinger drücken. Und das macht... Und dann musst du schnell weg. Du wirst schon sehen. Ja. Geh nicht allein. Diese Generatoren stehen an unheimlichen Orten. Nimm einen der Erwachsenen mit. Take this with you. Ja? Liegt dir etwas auf dem Herzen? Ich bin mir nicht sicher. Du scheinst meine Ausrüstung ja gut zu kennen. Kannst du sie auch reparieren? Yep. Zu Hause habe ich fast nichts anderes gemacht, als an Schrott herumzubasteln. Ich sehe mir deine Ausrüstung gerne an. Kostet dich aber ein paar Kronkorken. Natürlich kostet mich das Kronkorken. Ist das angesichts unserer Lage hier nicht irgendwie sinnlos? Ach, herrlich. Für dich vielleicht. Aber ich muss an die Zukunft denken. Wenn wir wieder runterkommen und ich pleite bin, wie soll ich dann überleben? Du weißt genauso gut wie ich, dass einem im Ödland nichts geschenkt wird. Wie der Protagonist einfach das Gleiche denkt. Also das denkt, was ich gerade gesagt habe. Herrlich. Gut. Freut mich, dass wir uns einig sind. Dann lass mal sehen. Mhm. Ja, also... Ja, der Hut... 10mm Pistole, bla bla bla. Okay. Falls du etwas zu sagen hast, dann spuck es endlich aus. Ist ja gut. Was weißt du über diesen Toshiro Kago? Keine Ahnung, was es mit dem auf sich hat. Was er sagt, klingt wie das Gebrabbel, das man in manchen Gegenden des Ödlands am Funkgerät empfangen kann. Mhm. Kannst du mir mehr darüber erzählen, wo du herkommst? Ist das wirklich wichtig? Ich meine, wir kämpfen hier ja schließlich ums Überleben. Was ich vorher getan habe, spielt jetzt wirklich keine große Rolle. Und wo ist der Cowboy hin?
Was glaubst du, haben die Aliens mit uns vor? Woher soll ich das wissen? Ich habe auch nicht wirklich vor, mit ihnen ein Gespräch anzufangen, um sie danach zu fragen, weißt du? Erzähl mir, wie dich die Aliens entführt haben. Da gibt es nicht viel zu sagen. Ich fing dieses Funksignal auf und beschloss, der Sache auf den Grund zu gehen. Ich dachte, ich könnte dort, woher das Signal kommt, vielleicht Schrott finden. Leider habe ich mir dabei mehr eingehandelt, als ich vertragen kann. So viel dazu. Die gleiche Geschichte wie wir. Hier sind noch ein paar Sachen, die du für mich reparieren könntest. Das war's schon. Ja, ja, lass mich aber bloß nicht sitzen. Wir sitzen nämlich im selben Boot. Oder Raumschiff. Wie auch immer. Ach, sie klettert hier schon weiter. Ach ja, wen haben wir denn hier? Wo sind sie? Wo sind die kleinen Ratten? Die Aliens. Die sind überall, deswegen habe ich dich ja geweckt. Du nennst sie also Aliens? Du hast mich also aufgeweckt, was? Wer zum Teufel bist du denn? Die gleiche Frage könnte ich auch dir stellen. Ich bin auf diesem Schiff gefangen, genauso wie du. Sehe ich wirklich so blöd aus? Das ist kein Schiff. Ich höre kein Wasser plätschern und schaukeln tut es auch nicht. Erzähl mir also was anderes. Außerdem kommst du mir nicht eingesperrt vor. Woher soll ich wissen, dass du nicht mit diesen kleinen grünen Mistkerlen zusammenarbeitest? Wir müssen im Verband zusammenarbeiten, sonst kommen wir nie nach Hause. Wenn ich für die Aliens arbeite, warum hätte ich dich dann freilassen sollen? Keine Garantie. Du willst raus, dann schließ dich mir an oder bleib eben hier. Die einzigen Verbände, die ich kenne, sind Viehverbände und die landen meistens im Schlachthof. Deswegen arbeite ich allein. Andererseits hast du mich aus diesem Ding hier befreit. Das spricht auf jeden Fall für dich. Weißt du was? Ich arbeite zwar normalerweise allein, aber vorläufig bleibe ich bei dir. Falls du versuchst, mich reinzulegen, mache ich dich fertig. Aha. Na, was willst du denn? Na, Cowboy, erzähl mir, wie dich die Aliens entführt haben. Das spielt jetzt keine Rolle. Jetzt ist wahrscheinlich nur eine einzige Sache wichtig. Rache. Und der war doch Jahrhunderte hier eingefroren. Was glaubst du, haben die Aliens mit uns vor? Es ist egal. Was auch immer sie von uns wollen, sie werden es nicht kriegen. Kannst du mir mehr darüber erzählen, wo du herkommst? Ich kann nicht gerade behaupten, dass es eine Rolle spielt oder dass ich überhaupt Lust dazu hätte, es dir zu erzählen. Ich habe diese Aufnahme von dir gefunden. Möchtest du über deine Familie reden? Dann weißt du also Bescheid? Da gibt es sonst nicht viel zu sagen. Ich wurde nicht allein an diesen Ort verschleppt. Meine Frau und mein Sohn wurden ebenfalls entführt. Ich kann sie jetzt noch hören, wie sie geschrien und mich angefleht haben, sie zu retten. Und ich konnte nicht das Geringste für sie tun. Sie haben mir alles bedeutet, weißt du. Darum habe ich jetzt gar nichts mehr auf dieser Welt. Ach ja, danke, dass du mir erzählt hast, was mit dir passiert ist. Es hat keinen Zweck, jetzt darüber nachzubrüten. Verschwinden wir lieber von hier. Da hat er recht. Was weißt du über diesen Toshiro Kago? Auf jeden Fall ist er ein Ausländer. Von dem, was er sagt, verstehe ich kein einziges Wort. Mhm. Okay. Tu, was du tun musst. Tja, eingefroren und jetzt Jahrhunderte später wieder aufgetaut. Ach ja. Zerstören Sie den Generator im Kryogeniklabor. Zerstören Sie den Generator im Hangar. Aber hier kommen wir erst später durch? Nee, hier kommen wir schon durch. Okay. Wir müssen also einfach alle Generatoren zerstören. Sehen wir mal. Bitten Sie die Leute, die Sie wiederbelebt haben, um Hilfe. Das haben wir zum Teil gemacht. Moment. Er läuft weg. Hallo, was brauchst du denn? Ich muss es durch die Kyro-Labor schaffen. Kannst du mir dabei helfen? Ich müsste dir helfen können. Wenn da noch mehr Leute im Tiefschlaf sind, könnte ich sie wiederbeleben. Du musst mir nur den Rücken frei halten. Okay, ich glaube, du solltest fürs erste Mal im Triebwerksraum bleiben. Ja, er kann schon mitkommen. Er sieht wie ein japanischer Samurai aus. Ach, ein japanischer? Wahrscheinlich haben sie ihn schon vor langer Zeit entführt. Ich verstehe kein Wort von dem, was er sagt. Ach so. Na schön. Gut, sag Bescheid, wenn du mal ärztliche Hilfe brauchst. Werde ich machen. Dann einmal hier entlang. Auf los geht's los.
du Heilige. Tja, und schon geht der Spaß weiter mit den Aliens. Ja, nachladen. Komm schon. Sehr schön. Das gefällt mir. Der Teleporter ist natürlich nicht mehr im Gange. Nö. Ach, sehr schön, dass wir wieder Kumpanen dabei haben. Das ist sehr praktisch. Die nehme ich mit. Okay, hier werden wir wohl noch nicht fündig werden. Wir wollen ja den einen Generator ausschalten, beziehungsweise drei Stück im Endeffekt. Also gehen wir einmal hier entlang. Ich hoffe mal, wir müssen hier nicht zu weit laufen. Aha. Also ich kann mit diesen hochmodernen Technologien natürlich nicht sehr viel anfangen. Von dieser grandiosen Kultur. Ja. Das sieht doch schon ganz interessant aus. Was zum Henker machen diese Aliens da drin? Ich habe keine Ahnung. Da drüben. Ich glaube, die kommen rüber. Alter. Mhm. Oh. Entschuldigung. Moment, wir schießen ihn hier mal an. Sehr schön. Ganz ruhig. Hallo, kann ich mal hier. Also dieses Biogel sollten wir ja anscheinend mitnehmen. Komm schon. Ach Mann, lad doch nach. Das ist echt herrlich. Nee. Einmal aufladen. Einmal hier. Hat wirklich sehr viel gebracht. Sehr schön, direkter Kopftreffer. Oh Gott. Moment. Der ist jetzt ernsthaft verstorben. Ich habe... Ah, ich möchte jetzt nicht nochmal alle bekämpfen. Es ist doch ärgerlich, dass er tot ist. Hallo. Oh Mann, die Waffe. Oh, nee. Okay, die Waffe ist kaputt. Es wird immer besser, Leute. Es wird immer besser. Waffen. Lasergewehr. Komm, komm, komm. Beilung, beil dich. Komm schon. Ich bin voll. Es tut mir leid um den Kollegen. Oder sollte der... Ach, komm. Wir gehen erstmal weiter. Ich glaube, es wäre besser, wenn er am Leben ist. Ja, was haben wir hier? Ich kann die Sachen hier definitiv nicht zuordnen und es ist alles irgendwie ominös und merkwürdig. Okay, mehr Aufzeichnungen. Die nehmen wir natürlich mit. Ach. Ach, verdammt, Leute. Es ist einfach ärgerlich, dass er verstorben ist. Es ist einfach wirklich ärgerlich. Es kann nämlich sein, dass er doch noch ganz praktisch werden kann. Ach, hier. Habe ich noch gespeichert. Okay. Hallo, was brauchst du denn? Ja. Okay, er folgt uns schon. Na dann. Machen wir mal hinne. Dann müssen wir eben nochmal die Kollegen hier erledigen. Obwohl die Kampfflinte natürlich nicht ewig halten wird, leider. Den haben wir den Kopf von den Schultern geschossen. Mitnehmen. Hier ist noch eine Tür. Da kommen wir natürlich nicht weiter. Wir müssen eben auf den Kollegen hier aufpassen. Und hier drüben kommen noch direkt weitere Aliens. Das hätte ich beim besten Willen nicht mitnehmen müssen. Hilfe. Ja, dieses komische Essen hier.
Na, schmeißen wir mal weg. Obwohl, bringt das... Nee, bringt nichts. Was zum Henker machen diese Aliens da drin? Die sollten gleich hier auftauchen. Und zwar einmal hier auf den Kopf. Mit einem Schuss. Sehr schön. Dann er hier. Ich bin getroffen. Ja. Komm schon, komm schon. Jetzt. Dann einmal ihn hier attackieren. Diese Aliens sind schon hartnäckig, muss man sagen. Und etwas beängstigend. Komm schon. Ja. Pass bloß auf, Kollege. Komm schon. Komm schon. Jetzt. Heilige nochmal. Hallo, was brauchst du denn? So, geht es dir noch gut? Glaubst du, dass du irgendetwas hier drin nützlich... Ach, dass etwas hier drin nützlich sein kann? Ich bin mir nicht sicher. Manche dieser Sachen sehen fortschrittlicher aus als alles, was ich je gesehen habe. Wir müssen Ausschau nach allen möglichen Materialien oder Geräten halten, die ich für unsere Zwecke umbauen kann. Aha. Ja, Aliens. Vielleicht werden sie den ganzen Planeten an sich reißen. Das kann sein. Vielleicht besuchen sie uns schon seit Hunderten, nein, Tausenden von Jahren und wollen uns überfallen, wenn wir gerade nicht damit rechnen. Und dann rotten sie uns aus und berauben den Planeten seiner Ressourcen. Ich wette, dass sie genau das vorhaben. Okay, Sherlock. Klar, aber gib mir Rückendeckung, dann mache ich das Gleiche für dich. Solange er noch lebt. Heilige nochmal. Sensoren des Roboters neu justieren. Kommt schon, ihr Mistkerle! So viel dazu. Altmetall. Haben die hier auch. Okay. Gut. Dann sehen wir mal. Und zwar werde ich nochmal mein Leben auf... Ja, heilen. Dann nehmen wir uns noch die eine Notiz hier hinten mit und können hoffentlich den Generator finden. Ups. Ich bin ja zufrieden, solange hier der Elliot noch lebt. Es ist mir einfach lieber. Okay, hier drüben irgendwelche Gegenstände. Irgendetwas Wichtiges. Anscheinend nicht wirklich. Schade. Aber schon sehr interessant, muss man sagen, dass wir jetzt hier vom Ödland im Raumschiff einer außerirdischen Rasse gelandet sind. Okay. Seht euch diese Kryokammern an. Na, ist hier einer? Da drüben anscheinend. Ich sollte dem Kollegen helfen. Moment. So, jetzt. Nein! Okay, die Waffe funktioniert nicht mehr. Waffen... Minigun. Okay, dann greifen wir einmal ihn hier an. Das war anscheinend relativ effektiv. Komm schon. Okay. Dann noch ihn hier. Den hätten wir auch. Und hier drüben ist noch... Er rennt natürlich auch immer... zu den Gegnern. Aber wir bekommen ja die Erfahrungspunkte. Warum greift er denn einen Alien-Arbeiter an? Hallo? Na, grandios. Ich habe ihn nicht umgebracht. Was haben wir hier? Okay... Eine weitere Person. Ich halte mich mal. Das hat anscheinend mal wieder nicht sehr viel gebracht. Ach du Heilige. Natürlich. Na los, Jungs, frisch Fleisch.
Was macht der denn? Sag mal, haben wir gerade einen Raider aus der... Haben wir gerade einen Raider aus dem Tiefschlaf erweckt und der hat nichts anderes zu tun, außer uns direkt anzugreifen. Ich bin... Oh. Ein Finger. Sieh mal einer an. Ich bin stolz auf ihn. Wirklich. Okay, Schalter tut hier nicht sehr viel, aber hier. Okay, Kamera verloren. Den hätten wir umgebracht. Alles sehr interessant. Von hier sind wir nicht gekommen, oder? Ich sehe mich mal um, Leute. Ach du Heilige nochmal. Was haben denn die Aliens hier getrieben? Und wie gigantisch ist das? Nein! Das ist meine Kompanie da drin. Oh oh. Was zum Teufel haben diese Aliens vor? Ihr verdammten grünen Mistkerle! Lasst meine Jungs in Frieden! Er fordert Schlüssel. Geben, die Sicherheitssperre zu öffnen. Vielleicht gibt es auf dieser Konsole hier. Wie gefällt euch das, ihr Arschlöcher? Oh oh. Wie fühlt es sich an, einmal einzustecken, statt auszuteilen? Schalter. Ah ja, okay. Experimentiert an euch selbst rum. Ich glaube, das hat ganz gut funktioniert. Jetzt sind die alle eingefroren. Corporal Spurlock. Corporal Reams. Und Private Mears. Steuerung. Okay. Weitere Notizen. Nein. Das, halt. Ich glaube, da sind noch mehr aus meiner Kompanie. Das sind noch zwei Stück. Können wir die befreien? Das sind Daniels und Beckett. Was soll der Mist? Drück ja nicht da drauf. Oh. Hat doch funktioniert. Aber wo laufen die hin? Und das machen die. Okay. Wir gehen mal weiter. Okay. Kryogenischer Speicher erfordert Schlüssel. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wo wir einen Schlüssel herbekommen sollen. Ich würde ja nochmal gerne zurückgehen, denn es gibt hier noch einige Gänge. Und ich bin etwas überfordert, weil das ist hier doch sehr weitläufig wieder. Muss man sagen. Ach, Advanced Radiation Suit. Den brauche ich jetzt nicht unbedingt, aber den Raumanzug, den brauchen wir natürlich. Den wollte ich auch nicht mitnehmen. Halleluja. Hilfe. Sonstiges. Ach, der Bärentalisman, genau, den wir bekommen haben. Das Teil hier, Todeskrankenkontrollstörsender, Stützbandagen und so weiter und den Finger. Auch herrlich. Hm. Okay. Ich weiß nicht, warum die sich bekämpfen. Ich möchte es vielleicht auch nicht wissen. Energiemodul, der ist leer. Biogel. Die bekämpfen. Ich weiß nicht, warum die sich gegenseitig bekämpfen, wenn ich ehrlich bin. Ich brauche aber noch einen Schlüssel, um irgendwie diese Tür zu öffnen. Weil das hier kann auch gar nicht geknackt werden. Wir brauchen explizit einen Schlüssel. Hm. Ich gehe nochmal zurück. Was wir nicht können. Minotaugliche Arztrüstung. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, warum die sich bekämpft haben. Sie womöglich retten können. Was hast du nur für ein Problem? Ja, ist ja gut. Wenn du mir nicht genug vertraust, um auf mich zu hören. Warum hast du mich dann hier runtergeschleppt? Ach, vergiss es. Jetzt ist es ohnehin zu spät. Sie sind tot und wir können nichts mehr tun. Gehen wir. Tja, wer hätte daran können, dass die sich gegenseitig umlegen? Ich werde etwas von diesem Kryopräparat mit zum Triebwerk nehmen. Vielleicht kann ich was damit anfangen. Okay, es ist passiert, Leute.